Hallo Leute, herzlich willkommen bei Kochlust. Und heute gibt es diese leckeren Hackfleischbällchen mit einer leckeren Gurken-Sahnesoße und Champignons. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Vorschaubild mit dieser super coolen Musik gefallen jetzt. Diese Musik hat mir der Markus Sifu gemacht. Nochmal vielen Dank, lieber Markus. Da kann ich jetzt immer so ein cooles Vorschaubild machen. Und mit einer coolen Musik. Ich finde diese Musik ist super. Der ist extra für mich gemacht worden von Markus. Also die gibt es weltweit noch nicht. Und das finde ich schon super klasse. Also was wir erstmal brauchen, ist eine Kamera. Das funktioniert. Müssen wir einschalten. Hackfleisch. Ich habe ein halbes Kilo gemischt. Gemischt heißt Rind und Schwein. Also nicht Vogel und Katze, Rind und Schwein. Wir tun das salzen und pfeffern. Pfeffern. Man kann auch, wenn man will, ein bisschen, du manchmal ins Hackfleisch ein bisschen Ketchup rein oder so. Ich nehme heute hier ein bisschen Selleriesalz. Ich habe das sehr, sehr gerne. Müsst ihr nicht unbedingt, wenn ihr keines habt. Tut ihr halt. Haut einfach ins Hackfleisch ein paar Gewürze rein. Ist euch gefallen, da könnt ihr ein bisschen Thymian oder was ihr einfach gerne habt. Und das wird jetzt hier kurz durchgeknetet. Man kann auch, wenn man möchte, ein Ei rein tun, noch ein Eigelb oder so. Ich finde aber, muss alles nicht sein. Das heißt ja Hackfleischbällchen und nicht Hack-Eigelb-Fleischbällchen. Drum nehme ich jetzt hier nur das reine Fleisch. Das passt schon. Und das dem machen wir jetzt kleine Kugelchen. Also die sollen wirklich sehr, sehr klein sein. Das ist auch also generell hauptsächlich für die Kinder, die kleinen, fein zu essen ist. Also nicht so eine Riesenwaschel, solche Klöpse, sondern einfach so kleine Gehirne. Also Gehirn ist jetzt vielleicht das falsche Wort. So kleines Gehirn. Ja, vielleicht eine Maus. Eine Maus hat so ein kleines Gehirn. Wenn meine Frau gerade hier wäre, würde ich vielleicht was anderes sagen. Aber die baden gerade, die Kids, die sind ein bisschen schmutzig geworden heute. Und darum tut die baden. Und ich mache da diese Bällchen. Und wir hören noch ein bisschen schöne Musik hören, oder Leute? Lass uns ein bisschen Musik hören. Ich knete dabei. So, die Hackfleischbällchen sind gemacht. Und ihr seht hier, die sind alle verschieden groß bei mir. Also das sollte nicht so sein. Ihr könnt die ruhig alle gleich groß machen, aber ich bin da nicht so geschickt. Ich sage immer, es sieht selbstgemachter aus, wie wenn alles so perfekt ist. Dann schaut sie aus wie gekauft. Darum ist das nicht so schlecht, wenn sie verschieden groß sind. Dann kommt ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Und dann kann man jetzt, also wir haben früher, wo wir noch keine Kinder hatten, haben meine Frau und ich da immer erst Zwiebel angebraten viel. Ist noch sehr gut jetzt in dieser Soße. Aber unser Kleiner hat die Zwiebel nicht ganz so gern, deswegen lassen wir jetzt immer weg. Aber wenn ihr möchtet und auch Zwiebel gern habt, ist das ganz gut, wenn ihr jetzt erst nochmal, oder erst jetzt schon das Fleisch, aber wenn ihr dann insgesamt danach noch ein paar Zwiebeln reinhackt. Aber es ist auch ohne Zwiebeln wirklich sehr lecker, denn diese Gurken, die Gurken geben diesen richtigen geilen Kick, diesen geilen Geschmack, diese Sahne mit der Gurke, das ist wirklich super zu empfehlen. Und jetzt kommen die Bällchen dann, muss ich noch kurz warten, bis die Pfanne heiß ist, aber sie wird schon langsam, einfach in die Pfanne rein, so, und die werden jetzt mal ein bisschen zu angebraten. Hier ist eine beschichtete Pfanne sehr von Vorteil, damit das nicht so anbiegt und zerfällt alles. Kommt jetzt einfach hier rein. Ideal ist, wenn ihr alles schön Platz habt. Beim halben Kilo geht das immer schön. So. Kommt dann alles rein. Und hier kann ich jetzt ruhig den Deckel aufmachen. Erstens ist es für euch ein bisschen ruhiger beim Mikrofon. Und zweitens müssen wir das schön durchgezogen bekommen. Dieses Gericht gibt es auch. Wir haben das als allererstes vor ein paar Jahren mal gegessen. Da hatte die Freundin mal so ein Ding mit, so ein, weiß ich mal, so ein Fixgericht halt. Da hieß das, ich glaube, Wikinger.
Wikingerbällchen oder so. Also, vielleicht kennt ihr es unter diesem Namen, aber das geht auch ganz gut so. So, dann können wir schon mal helfen, die Gurken. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste bei diesem Ding. Und mein Kleiner steht auch voll auf Gurken, deswegen haue ich da voll viel rein. Aber volle Kanne. Ich haue jetzt dieses da Gurken rein bis zum Umfallen. Das ist nämlich so gut. So. Noch eine. Eine lasse ich im Glas. Da regt sich meine Frau dann immer so schön auf. Warum ich wegen einer Glas für den Kühlschrank stelle, muss ich nicht extra zum Müll. So. Und die Gurken, die werden jetzt einfach nicht gewürfelt. Doch, wie heißt das Wort? So klein. Klein, also schon wie kleine Würfel, einfach so klein. Stellt euch einfach vor, ihr würdet so Zwiebel hacken. Das könnt ihr hier schön machen, während dieses Fleisch, Kugelchen, könnt ihr dann mal auch ein bisschen drehen. Könnt ihr es auch so schwenken, aber dann ist das wieder alles so Glückssache. Deswegen drehe ich die schon so mit Hand ein bisschen. Ist natürlich immer schwer, die Kugel von allen Seiten anzufreunden, weil die Kugel hat ja keine Seiten. Da müsste man ja eigentlich Würfel machen. Aber die so Würfelformen, toll, das wäre dann auch umständlicher. Ich hatte mal früher beim Yps-Heft so eine Form für viereckige Eier. Die würde jetzt gut gehen. Das ist super. Das sieht so. Ich muss euch erzählen, Leute, ich habe jetzt vorgestern die beste Linzer-Torte meines ganzen Lebens gehabt. Der Klaus, da möchte ich mich nochmal so herzlich bedanken beim Klaus. Ich habe ihn eh schon persönlich auch bedankt. Der hat meine Kochlust im zweijährigen Jubiläum zwei Linzer-Torten geschickt. Und keine Ahnung, wie der Mann das macht. Ist der von Gottes Hand geküsst. Diese Torte. Ich wünsche wirklich jedem von euch, Leute, er könnte einmal so eine gute Linzer-Torte essen. Die war der Hammer. Die war wirklich unglaublich. Dazu noch ein Eierlikörfleisch. Also, selber gemacht. Das war super. Ich hacke jetzt nochmal schnell eine Gurke. Das wird noch ein bisschen laut und das brät dabei ein bisschen weiter. So, Leute, ich habe jetzt auch noch schnell ein paar Champignons. Eine kleine Dose Champignons reingehackt. Und hier seht ihr auch durch den Deckel, kommt natürlich jede Menge Wasser aus dem Fleisch. Das Salz. Und das brauchen wir auch. Und der Deckel ist eben schon wichtig, wenn ihr den rauf tut. Also das tue ich jetzt nicht nur wegen Mikro, sondern auch, dass das Fleisch innen durchzieht. Dass es auch ein bisschen reinzieht. So, jetzt machen wir den Deckel auf. Jetzt kommen die restlichen Dinger da rein. Du da erst noch mal ein bisschen Senf rein. Dann die Champignons. Ja. War nicht mal höher. Also dieses Essen ist wirklich total schnell gemacht, total einfach und schmeckt wunderbar. Am besten passt dazu ein Kartoffelpüree. Muss ich sagen, machen wir heute nicht. Heute gibt es nur ein Brot dazu, weil der Junge war heute in die Kindergeburtstagsparty und der hat da sehr viel gegessen. Wir haben auch schon viel. Ich möchte jetzt nur noch so eine Kleinigkeit zum lecker werden, aber brauche nicht mehr so viel Sättigung. Deswegen ist ja auch ein Brot, geht super für die Soße zum Aufdunkeln. Richtig. So, jetzt kommt rein die. Sind sie? Die Sahne. Gebt ihr einfach so Sahne rein. Ich tue das noch gefühlt. Ich muss jetzt mal schauen, wie viel ihr da braucht. Also circa ein Achtel. Achtel Liter. Und die Gurken kommen zum Schluss. Ich möchte nicht, dass die so verkochen. Jetzt kommt hier noch in die Sahne rein, die Flüssigkeit. Bröselt ihr noch so einen Suppenwürfel rein. Kurz umrühren.
Und jetzt kommen die Gurken zum Schluss. So, die ganzen Gurken. Einfach hier so oben rüber. Wie gesagt, da könnt ihr richtig viel reinhauen, denn das passt super. Tun wir das so rein. Jetzt den Deckel drauf. Jetzt lasse ich es nochmal so 2 Minuten ziehen, circa. Ich habe ja also meinen Herd hier die ganze Zeit auf Stufe 7 gestellt von 10. Und jetzt richte ich mir noch ein bisschen, also noch ein bisschen eindecken. Entweder haut ihr noch ein bisschen eine rohe Kartoffel rein oder mal 10er. Einfach, dass das Ganze noch ein bisschen eindeckt. Das richte ich jetzt schon her und tausche den Akku, denn ich sehe schon, hier vorne blinkt es wie wild. Aber wir sehen uns gleich wieder. So Leute, Akku ist gewechselt. Ich hoffe, das Bild ist nicht verrutscht. Mir ist das Stativ mal ein bisschen gekippt. Und das, unser Essen ist schon fertig. Ein bisschen umrühren. Und eben wie gesagt, kann man es jetzt mit Malzena noch ein bisschen einwicken. Das mache ich auch jetzt nochmal, um euch zu zeigen. Ich hole das schnell. Und denkt dran, Leute, wenn ihr Malzena nehmt, dass ihr das immer kalt anrührt. Sonst habt ihr da Klumpen drinnen. Wie gesagt, das muss nicht sein. So, wenn ich hier ein bisschen zurückschalte, warte ich ein bisschen. So. Haben wir alles drin? Ja. Und jetzt können wir auch schon anrichten. Kurz umrühren. So. Es ist zwar farblich nicht so das Highlight, muss ich zugeben. Fehlt mir ein bisschen Rot oder so, aber das könnt ihr dann mit der Della Deco schön machen. So, Herd kann abschalten. Jetzt schön anrichten. Schön auf einen Teller für unser Vorschaufoto, was ihr schon gesehen habt. Da haben wir einen schönen Schöpfer. Schönes Essen, schöner Schöpfer. Der da. Komischer Schöpfer. So. So, da noch ein bisschen. Noch 2, 3 Fleischbällchen. Noch eines. Jetzt das Brot dazu. Oh, schaut mal dieses schöne Brot, Leute. Ist ein Zwilling. Ein Hafer-Zwillings. Zopf, oder wie der heißt. Schneiden wir 3 schöne Scheiben runter. Ah, lecker. Ich liebe gutes Brot. So. Seht es euch an, Leute. Seht es euch an. Diese Kamera ist jetzt auch akkulär. Das schaut mal aus. Hat es alles gesehen? Sieht super aus. Eben, wie gesagt, etwas Rotes fehlt. Ist aber kein Problem, ich habe hier eine Teigspachtel, die stelle ich hier so ins Bild, dass ein bisschen was Rotes ist. Und vielleicht noch hier diesen Senf, ist auch ein bisschen rot dabei. Und dann passt das mit der Farbe wieder. So. Vorschaufoto. Und jetzt gehen wir kosten. Diese Fleischbällchen sind es eben, wenn man sie durchstecht. Ihr seht, sie sind schon schön durch, weil wir den Deckel geschlossen haben, sind sie schön durchgezogen. Natürlich könnt ihr ja sagen, man macht ja auch Hamburger nicht durch. Man könnte das jetzt auch nicht durchbraten, aber ich finde es für die Kinder ist es schon besser, wenn ich das durchbrate. Gehört hier auch dazu. Und mit diesen Gurken. Mmh. Mal sensationell, Leute. Sensationell. Mmh. Und ich stehe so auf diese Gurken an der Sahne. Mmh. Hammer. Ich muss noch dazu sagen, Leute. Wenn ihr zu denen, Moment, zu denen gehört, was beim McDonald's im Cheeseburger die Gurken rausfischen, weil ihr sie nicht mögt, sind ja ein paar, dann macht das nicht, weil dann habt ihr hier ein Problem. Und wenn ihr diejenigen seid, die im McDonald's sagt, ah, noch mehr Gurken, dann geil, dann ist das der Hammer für euch. Und ich bin so ein Gurkenfan. Das ist so gut. Mmh. Mmh.
was Schönes, kann ich es essen. Ich liebe es, mein Sohn liebt es, meine Frau liebt es, unser Zweiter, wissen wir noch nicht, der tut noch hier so. Ihr wisst schon, der hat noch die schönen Gläser. Ich frage meine Frau, ob sie auch schnell probieren will. Moment. So, jetzt koste ich mal hier diese leckeren Bällchen. Mmh. Mann, mmh. Mmh. Oh, ich liebe Gurken. Ich liebe Gurken. Richtig lecker. Na, jetzt hat er schon wieder eine Gurke hinten gelassen. Jedes Mal das Gleiche. Da werde ich ihn wieder mal haben beim Krawatteln. Ja? Aber es ist echt lecker, Leute. Musst du auch mal probieren. Ich werde ihn mal in die Krawatte langziehen. Für das, was er wieder die Gurke reingelassen hat. Tschüss! Ach so, Leute, ich habe zwar gerade schon wieder ein bisschen Anschiss bekommen, aber trotzdem hat sie gesagt, sie liebt nicht, weil das Essen ist so lecker. Kocht es nach, Leute, super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.